So, meinem Daumen geht's nicht wirklich besser. Ist nicht so schlimm. Geht schon. Ich werde jetzt in diesem Part den Rest machen. Sind 5 Level. Ja, weiß ich nicht, ob ich es hinbekomme. Zeitlich. Eventuell muss ich da doch noch einen Part hinterherhängen. Je nachdem, wie gut ich durchkomme. Hier ist Taschenlampe, ne? Ja. Oh, was? Aber ich hab's mir angeschaut. Das ist gut. Oh, what? What? Ich verstehe nicht ganz. Wo muss ich denn lang? Okay, jetzt verstehe ich. Ich muss hier rüber. Okay, ich verstehe, ich verstehe. Das war ja seltsam. Okay. Ja, mittelmäßige Zeit. Aber okay. Das Level war okay. Hat Spaß gemacht. Ich musste mich nach vorne lehnen. Es war ernst. So. 23. Wassermann. Hopp.
finde das immer noch so geil, dass man das hier so... ...so wegstoßen kann. Was haben wir hier? 35... Oh, shit. Oh, shit. Wenn das die... Oh, der Endboss kommt ja noch. Nee, das schaffe ich nicht in diesem Part. Ich habe auch ehrlich gesagt nicht so Bock drauf. Ich glaube, ich überspringe die Endbosse einfach, weil... Ja, das war nicht so gut. Oh, doch gar nicht so schlecht. Mit ein bisschen Übung wäre das absolut drin gewesen. Moment, der Part ist vor kurz, wenn ich die Bosse auslasse. Ich glaube, den regulären Boss mache ich noch, aber diesen Endboss... Ich habe wirklich keinen Bock auf den. Ich denke mal so 180 sind es insgesamt. Geschätzt. Ich habe ja 150. In den Leveln sind bestimmt nochmal 20, 30. Hier in diesen Spezialleveln fehlen mir auch bestimmt 10 oder so. 1 Minute 20. Alles klar. Ich kriege hier den Feuerlöscher und kann den Boden festmachen. Aber die Taktik ist auf jeden Fall richtig, behaupte ich einfach mal. An der Wand entlang, dann passt das schon irgendwie. Uff. 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 Oh, was? Tricky. Beziehungsweise, ja. Nicht so cool. Aber ich kam gut durch. Der Trick ist hier an den Wänden entlang zu laufen. Nur das war dann halt auch mein Fehler.
dass da eine Wabe quasi übrig war und ich dadurch, ne? Easy. Oh. Jetzt, oh, nicht schon wieder. Ich war ein bisschen nervös. Dadurch hole ich jetzt nicht die Bestzeiten, aber hey. Aber ich schaff's dann wenigstens durch. Jo. Sind die Bosse verändert? Nee, ne? Flossen hoch. Und Hals über Kopf. Pah. Ja, da ich noch ein bisschen Zeit und Bock habe. Ich schau hier mal auf mein Handy. Ja. Ich mach noch dieses Level. Auf den letzten Endboss habe ich aber keinen Bock mehr. Das hier mache ich einfach, weil ich das okay in Erinnerung habe.
Ist auch schön designt. Mag ich. Oh shit. Das ist schon cool. Gott, war das knapp. Gott, fuck. Ah. Oh, ich hab keinen Sound. Und los. Ja, dann verabschiede ich mich mit, ja, nicht so, ups, das wollte ich nicht, ja, ich, das war's mit den Extra-Leveln, hier kommt jetzt nur noch der letzte Endboss, hier die ganze Welt, aber da habe ich jetzt gerade nicht so den Nerv drauf, ich, auch allgemein, den Endboss. Allerletzte Endboss hat mir nicht so viel Spaß gemacht. Weil der auch diese Schuriken, das war ein bisschen anstrengend. Ich werde jetzt hier noch eben ein bisschen die Slotmaschinen bedienen. Ne, nicht die Slotmaschinen, die, ne, ihr wisst schon, den Automaten. Das ist keine Slotmaschine. Ja, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Das war Astrobot Rescue Mission. Ich werde in Zukunft dann weiter VR-Spiele spielen. Als nächstes Farpoint oder Blood and Truth oder Superhot oder I Expect You to Die. Ja, die wahrscheinlich I Expect
expect you to die, weil es ganz interessant aussah und wahrscheinlich kurz ist, weil es ein Puzzlespiel quasi ist. Und ja. Ja, oder Static. Ja, ich auch Bock. Oder Rush of Blood. Das ist so viel da. Ich habe keine Ahnung, was ich nehmen soll. Aber ich habe I Expect You to Die schon mal angetestet und fand's interessant. Ups. Hat Spaß gemacht. Das Tutorial quasi habe ich gespielt und das erste Level angespielt. Das ist ein Rätsel-Escape-Room-Spiel quasi. Es sieht so krass aus. Es ist jetzt ein bisschen unscharf. Aus meiner Perspektive ist. Es sieht so krass aus. Wie viel habe ich? 3500. Kann ich noch 35 Stück ziehen? Ja, da gibt's nichts zu sehen. Sind auch wenig Bomben. Das sieht cool aus. Ein bisschen im Schnelldurchlauf. Ja, ich freue mich schon auf die kommenden Spiele. Ich werde dann wahrscheinlich die Non-VR-Spiele nach hinten schieben. Namentlich Tomb Raider, Shadow of the Tomb Raider. Das wird nämlich mein nächstes Non-VR-Spiel. Sonst nehme ich auch fleißig League of Legends auf. Arams und Normals, aber eher Arams, weil ich gerade nicht so viel Zeit und Bock habe. Ansonsten, ja, kommt noch irgendwas? Dark Souls läuft gerade, wo ich es aufnehme. Das habe ich vor ein paar Monaten aufgenommen mit meinem Kumpel Buck, aber bin irgendwie nicht dazu gekommen, das Ganze hochzuladen und freizuschalten auch. Und jetzt sind erstmal die nächsten 20, 30 Tage Uploads schon geplant. Parallel zu League of Legends dann. So, es füllt sich schon langsam. Ist cool. Ja. 25 Stück. Ja, kann ich nicht so. Kann ich zwei Kisten vielleicht füllen, wenn ich Glück habe. Es verteilt sich ja dann eher. Hier sind ganz viele grüne. Ich könnte die Liga nennen. Da fehlen mir noch 5 und 3 davon sehe ich hier. Ich versuche mal den untersten Lilanen zu kriegen. Ah, grün. Na gut, der Lilane ist ja dann erstmal Geschichte. Hier ist sehr viel Grün oben. Oh, da ist ein Lila, ne? Jetzt frei oben. Hallo, Robomann. Sonst ist hier Grün und Grün habe ich am wenigsten, ja. Grau. Okay. Damit kann ich mir dann wahrscheinlich Level bauen, so wie ich es verstehe. So verstanden habe.
Oder ist. Okay, ich sehe. Das sind halt so Level-Elemente. Die kommen alle recht gleichmäßig runter, das ist ein Problem. Aber viel weiß hier gerade, grün ist viel. Okay, davon. Ups, das habe ich nicht gesehen. Ich hole einfach irgendwelche. Oh. Das war gut. Das sind die Wasserlevel. Vielleicht gar kein voll. Gelb ist. Oh, gelb ist gut. Gelb ist gut. Ah, da unten verschwindet. Ah. Die sind also auch doppelt hier drin. Hier fehlen mir noch zwei. Okay. Einfach nur Steine. Komm schon. Ja. Ich krieg Rot sogar voll. Nee, doch nicht. Ups. Ja. Ach, wo ist denn der letzte hier? Letzte will nicht. Oh, schade. Ja, dann irgendwelche. Oh. Weiß. Ja, ist okay. So, ja, es gibt nicht so viel zu erzählen. Ja, das sind meine Projekte. Mir wird das Ganze auf jeden Fall super Spaß machen. Mir fehlt der letzte Router, das geht auch nicht klar. Noch mehr lila. Oh, oh, oh. Komm schon. Hier sind drei lila nur noch. Einer von den unteren. Oh, der obere verschwindet auch noch. Geil. Hinten ist ein Lila, ne? Oh, grün. Okay. Oh Mann. Lila wird wohl nichts mehr. Obwohl. Gelb. Auch nur noch eine. Oh, das Weiß. Ich habe auch nicht mehr so viel Cash. Oh Gott. Von allem fehlen mir noch ein paar. Rot fehlt mir eins. Gelb fehlt mir eins. Das sehe ich hier nicht. Lila fehlt mir eins.
Grün für mir 6 und Türkise, okay. Ich hab's bekommen. Und da hinten habe ich auch schon roten gesehen. Yay! Die Kiste ist full. Ich glaube, da hinten ist die. Aber damit nehme ich den mit. Schade. Das ist auch mein letzter. Ja, das war's. Ja, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Das war Astrobot. So. Ach da. Ich möchte gerne wissen, was das ist. Ach, das öffnet sich irgendwie nicht. Na gut, jetzt verändert sich hier die Welt. Cool. Cool. Ach du Scheiße. Doch, ich mach noch ein Part. Ich sammle ein paar Münzen und dann schaue ich mir das Level nochmal an. Das ist ja Hammer. Obwohl, ich mache erstmal keins, vielleicht gucke ich es mir auch privat einfach an, aber guckt euch das mal an. Wenn man hier alles hat, dann ist das hier so ein kleiner Spielplatz. Man sieht natürlich, es ist keine klare Strecke, man. Das sind halt Abschnitte, so, die du halt so spielst, deswegen, ja. Ich weiß noch nicht, ob ich das dann euch noch zeige, wenn nicht, dann war es das hiermit. Vielen Dank fürs Zuschauen. Das war Astrobot. Hat mir eine Menge Spaß gemacht. Das ist ein Hammerspiel. Ja. Wir sehen uns beim nächsten VR-Spiel. Wir sehen uns beim nächsten Video. Was auch immer kommt. Bis dann.